Bonjour, monsieur, dames. C'est un massacre de la chorale profane. Mein Name ist altfranzösisch. Und der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch. Und ich habe mir ein Dictionary gekauft vom französischen Staatsverlag Larousse, Larousse Advanced Dictionary, New Edition, French, English, Anglais, Français, 400.000 Translations. Das ist dieses Buch. Und es gibt einen Kulturteil in der Mitte. Der heißt Cultural Supplements, Cahiers Culturel. Und ich bin angekommen bei Romanesque Art, La Roman. Davor war Celtic Art in the Middle Ages, La Celtic au Moyen Âge. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch. Ich lese den zuerst auf Englisch vor. It was in the early 19th century that scholars, by analogy with the group of languages known as the Romances family, gave the name Romanesque to the various types of architecture and art that flowered in Europe from the end of the 10th century. Habe ich doch verstanden. The church, eager to maintain its control over a rapidly increasing population, directed the construction or reconstruction of innumerable places of worship. In the words of the chronicle Raoul Gabier, died by 1050, it was like a great wave of emulation that surged from one people to another. It seemed as if the whole world, shaken of its old rages, clothed itself in the white robes of these new churches. Es geht vor allem um Kirchen. Ich lese nochmal das Zitat vor von Raoul Gabier. It was like a great wave of emulation that surged from one people to another. It seemed as if the whole world, shaking of its old rages, clothed itself in the white robes of these new churches. Also es geht vor allem um Kirchen, die neu gebaut worden sind. Es geht Scholars werden hier genannt, Scholasten, die damit angefangen haben. Und die haben sich mit der romanischen Sprachfamilie identifiziert, so habe ich den Text verstanden. Ich habe das noch nicht, also ich habe das früher schon mal gelesen. Ich muss immer mich erst selber orientieren. So, und jetzt auf Französisch. C'est au début du 19e siècle que des érudits. C'est au début du 19e siècle que des érudits, par analogie avec la famille de langue romane, ont utilisé l'adjectif roman pour désigner les différents types d'architecture et d'art qui fleurirent en Europe à partir de la fin de la 10e siècle. L'église, soucieuse de converser son emprise sur la population qui croisait rapidement, dirigea la construction ou la reconstruction d'innombrables lieux de culte. Selon les propres termes du chroniqueur Raoul Gabier, embriqué qui mourut vers 1050, und jetzt kommt das Zitat, ce fut comme une immense vague d'émulation qui s'éleva d'un peuple à l'autre. On eût dit que le monde entier quittait ses vieux oripeaux pour revêtir les blanches robes et des nouvelles églises. So,
Kann sein, das ist ein ziemlich bekanntes Zitat. Mir kommt das auf Französisch gerade bekannt vor. Was sehr schön ist an diesem Buch, es gibt einen Bezug auf historische Quellen und hier gibt es ein Foto. The Basilica of Paray, Le Monial, Saint-Hilaire, la Basilique de Paray, Le Monial, Saint-Hilaire. So, die steht an der Ecke von Saint-Hilaire. War ich auch schon mal. Kann ich in die Kamera halten? Bitte sehr. So, es geht dann weiter mit Norman Architecture in Britain, L'Architecture Normande en Grande Bretagne. So, tschüss.